Schulkollege Thomas. Das sind. Und wir möchten gerne die Schule ein bisschen zusammen. Lernen die Schüler mit den Geräten und Maschinen umzugehen, die minimalst notwendigen Wartungsarbeiten selbst durchzuführen und die Lebensdauer ihrer Geräte möglichst zu verlängern. Das wäre eigentlich das Ziel unserer Ausbildung. Was macht man, Freunde, mit der Werkstatt? Also das Wichtigste ist einmal, das Gefühl für das Material zu kriegen, zu erkennen, was ist ein Zehntel Millimeter. Und so arbeiten wir uns dann voran. Das ist also ein Stück, das wir ganz am Anfang machen. Dann ist bald einmal Weihnachten und da machen wir immer so einen Weihrauch, so eine Weihrauchpfanne. Jetzt sind wir dabei, machen wir eine Glocke. Jeder Schüler schreibt da seinen Namen auf und die Jahreszahl, wann er das angefertigt hat und hat so eine Erinnerung auch noch an die Schule. Da ist das Lernpreis. Vielleicht sagen wir es in der Holzwerkstatt. Ja, schauen wir mal. Das lernt man denn bei Ihnen im Holz in deinen 2 Jahren? Ja, bei uns in der Holzwerkstatt lernen wir die Grundlagen der Holzbearbeitung. Oder wir erfüllen das erste Lehrjahr Tischlerei und Zimmerei, machen da diverse Holzverbindungen und machen da dann größere Werkstücke. Das kann jetzt sein, eine Eckbank, die Schüler daheim selber ausmessen müssen, planen müssen und dann dann wir es noch die Pläne fertigen. Im Schuljahr ist der Hauptbereich der Aufbau von Körper im Bereich vor allem Großwiederkäuer, Kleinwiederkäuer. Man sieht hier die Kuh als Großwiederkäuer, wir haben aber auch Kleinwiederkäuer, das sind die Kälber bzw. Schafe. Wir haben dann in weiterer Folge Pferde, wo man den Körperaufbau lernt, Hühner. Im zweiten Schuljahr ist dann vor allem die Veredelung der Produkte, welche Produkte entstehen. Und im dritten Jahrgang ist ein Bereich natürlich dann die ganze Haltung, Fütterung von den Tieren. Danke, Herr Rudiger. Bitte, wiederschauen. Wiederschauen. So, Steffi, da hinten war der Herr Direktor. Unsere Schule ist besonders. Das Faszinierende an den Fachschulen in Bruck ist, dass 320 junge Mädchen und Burschen hier die Ausbildung genießen und eine sehr erfolgreiche Ausbildung wird auch bestätigt später in den Betrieben. Sie treten sehr selbstbewusst und gut ausgebildet in das Berufsleben ein und sie sind weit verbreitet dann auch öffentlich tätig in verschiedenen Organisationen und Vereinen. Schon voll gut, die praktischen Unterrichtsfächer. Ja, also die Praxiseinheiten sind alles gut. Die sind halt für die Schüler entschieden und das taugt mir. Man lernt auch in der Landwirtschaft sehr viel und das Leben lernt man auch.